Und es geht weiter. So, nachdem im letzten Part der uns den Käferorden geholt haben, geht's nun weiter. Wir verlassen jetzt nun Stratos City und nähern uns der nächsten Stadt, Rayono City. Jenseits von Route 4 liegt Rayono City. Hab ich gerade gesagt. Ach, nee, nein, geh weg, ich will nicht. Hey, Kevin, du erinnerst dich doch noch an unserem Versprechen im Visitor Case, oder? Nein, nein, ich kenne dich nicht einmal, wer bist denn du? Was ist ein Visitor Case, hab ich noch nie gehört. Dann wollen wir mal fix einen Pokémon-Kampf austragen. Doch vorher noch schnell eine Sache. Wenn wir in der Nähe der Tore unsere Kämpfe bestreiten, müssen wir unbedingt aufpassen, die Leuchtschriftanzeigetafel nicht zu beschädigen. Ich bin nämlich auch nicht mehr so harmlos wie noch zu Beginn. Man darf mich keinesfalls unterschätzen. Also, lass uns doch mal ein Kämpfchen wagen. Ach, komm! Bringen wir es schnell hinter uns. So stark wird es auch nicht sein. 4 Pokémon hat sie bereits. Wie viel haben wir? 4 auch, glaube ich, 4, ne? Ja, wir haben 4 auch. Die anderen 2, die gehören nicht in unser Team. Okay, sie hat ein Terrybug. Terrybug. Ja, Elitzeber schafft es schon. Ich greife jetzt mal an mit Schockwelle. Weil ich davon ausgehe, dass die Spezialverteidigung von seinem Hund oder ihrem Hund nicht besonders hoch ist. Ein Bodycheck ist noch Step drauf, aber egal. So, kommt jetzt ein Trank? Nein, sehr schön. Gut, tschüss. Das war's, ihr Bello ist down. Ihr Schoßhündchen. Zwotorin. Ach, das ist diese. Das ist ihre Starter-Weiterentwicklung, ne? Ja, das startet weiter. Ich wusste, das heißt Zwotorin. Da habe ich vor ein paar Parts gesagt, was die Weiterentwicklung ist. Und ich habe auch Zwotorin ungefähr sowas gesagt in der oder wenigstens in der Ähnlichkeit. Scheiße, was war das für eine Attacke? Egal, hatte ich noch nie als Starter genommen. Also ja, also ich hatte noch nie Otaro als Starter genommen. Das die im Otaro hebe ich mir dann für die Special Edition auf. So, tschüss. Das war ihr Starter. Level Up für unseren Starter. Hat Level 24 nun unser Evo-Serb. Mega sauber. Boah. Natürlich, ich hau Egelsam raus, weil so stark ist Egelsam auch nicht. Und ist ja quasi nur eine Verbesserung. Somnium. Ach, das ist das, was Team Plasma ihr geklaut hat, ne? You took my job, Affe. Eine Bissattacke von Affe müsste das schon erledigen. Somnium! Und eine Vorahnung! Ich vorahne sie, Wasser! Da ahnst du falsch, ich greife mit Biss an. Und es schreckt zurück. Episch. Na, komm, jetzt ein Trank. Haha, danke. Sie hat ihren Trank sehr schön eingesetzt, muss man schon sagen. So, und tschüss. Ach, sie hat noch einen, ja. Dann hat sie ihre beiden Tränke eben sehr schön eingesetzt. Wenn es ein Volltreffer ist, dann war es ein Double Fail. Kann man sagen. So, tschüss. Echt geil. Kompliment, wie du deine Tränke einsetzt. Überhaupt nicht verschwenderisch, ne? Grillmack, das ist der Affe. Lass uns mal Affe gegen Affe kämpfen. Siedewasser! Können Feuer-Pokémon eigentlich brennen? Ja, gell? Ich weiß es gar nicht. Also von Logik her müssten sie gar nicht brennen, aber ich glaube schon, dass sie brennen können. So. Na, hast du noch was zum Quatschen? Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir, Sharon oder Lila, erreichen. Aber sei ich meiner Reise in Avenzi angetreten habe, bin ich bereits so vielen Menschen begegnet und konnte mir jede Menge Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Die Pokémon haben mir ganz schön viele neue Erfahrungen beschert. Als mir mein Pokémon weggenommen wurde, war das furchtbar schlimm für mich. Oh, das ist deine Lebensgeschichte, was? Trotzdem bin ich sehr froh, diese Reise angetreten zu haben. Oh Mann. Mit meinem Pokémon zusammen zu sein ist... Ach komm, das will hier niemand sehen. Oder erfahren, das ist einfach nur sinnlos, die Quatsche. So, den haben wir schon angesprochen.
Wieso du für? Liegt ein langer, sonniger und beschwerlicher Weg vor dir. Wenn du da wirklich durch willst, sei auf der Hut. Ja, muss ich wohl sein, ne? Das ist ja Pokémon, muss man immer auf der Hut sein. Was steht da auf der Anzeigetafel? Route 4! Route 4, Sandsturm, Rayono City, sonnig. Junger Trainer aus Aventia siegt über Arti, den Arenaleiter von Stratos City. Damit sind wir gemeint. Gut, wie angeschlagen sind unsere Pokémon? Ich schau schnell. Ah, warte, ich will ja noch schnell euch die Karte zeigen, wo wir jetzt sind. Ich pausiere mal kurz und zeige euch die Karte. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Gut, gestartet haben unser Abenteuer hier in Aventia. Wir sind dann über Route 1 hier nach Galarina gekommen. Route 2 nach Orion City, kennen wir ja, Stormborsche. Von da aus sind wir dann hier nach links gegangen, in Richtung Westen. Route 3 über die Grundwasser, an der Grundwassersenke vorbei. Nach Septerna City. Über den ewigen Wald sind wir dann ja gegangen, um Team Plasma aufzuhalten. Dann sind wir über die wunderschöne, wo ist es jetzt? Himmelsfallbrücke gegangen, sehr episch gemacht. Na, zur Hauptstadt, Stratos City. Na, jetzt, aber. Jetzt sind wir hier in Route 4. Was erhält uns dann? Ja, wir werden dann ins Wüstenresort aufbrechen. Zum alten Palast werden wir auch Ausschau halten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir können direkt nach Rayono City gehen und die Arena herausfordern. Also die Arenaleiter herausfordern. Ich weiß nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Ich glaube, das ist eher ein Mann, ne? Weiß ich gar nicht. Und dann geht's hier entlang Route 5 nochmal über eine Brücke namens Marea Zugbrücke. Und nach Marea City, klingt recht logisch, Marea Zugbrücke, Marea City, ist klar. An den Schritt werden wir uns den Tiefkühlcontainer unter die Lupe nehmen. Die Panaero Höhle können wir uns ja nicht anschauen. Da brauchen wir Surfer dafür. Dann Route 6. Die Elektrolithöhle ist auch sehr schön gemacht. Nach Panero City. So, das war's. Und dann, ja, das steht uns noch bevor. Ich werde euch die Karte dann erst wieder zeigen, wenn wir in Parea City sind. Ich kenne den Stadtnamen jetzt so besonders gut. Also, ich pausiere mal kurz und dann sehen wir uns am oberen Bildschirm wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und ihr seht wieder den oberen Bildschirm. Und wir gehen jetzt. Sollen wir unsere Pokémon heilen? Nee, komm. Heilen ist für Weicheier. Gras ist für Weicheier. Kennst du das Little Britain Zeug da? Ich finde es so geil, diese Clips. Hey Trainer, sieh dir einmal genau die Farbe des Sandes hier an. Wie du siehst, gibt es Stellen mit heller und solche mit dunkler Färbung, nicht? In den Sandstellen mit der dunklen Färbung verstecken sich wilde Pokémon. Okay. Ach, ich glaub dir doch nicht. Das ist doch nur ein Mythos. Ah! Okay, das ist ein Pokémon in der Wüste, Flampion. Das ist ein gutes Pokémon, zumindest die Entwicklung her. Habe ich in meiner schwarzen, also in meiner privaten schwarzen Edition als Team-Pokémon. Will ich hier allerdings nicht ins Team reintun. Ich will mal ein anderes Pokémon reintun, anstatt Flampion. Es ist ein Feuer-Pokémon, aber ich will noch nicht mehr dazu sagen. Wobei, ich gebe euch einen Tipp, es hat einen hohen Spezialangriff. So, mehr sage ich nicht mehr dazu. Sicherlich wissen ein paar Profis unter euch das schon, was ich meine für ein Pokémon. Also schreibt es nicht in die Kommentare, das ist so ein Spoiler. Ja, wenn ich den Pokémon-Namen sehe, dann gelöscht und block, ne? Ihr kennt das ja. X-Treffer. Weißt du was, mag ich nicht spoilern. Das ist das Hinterlistigste, was man machen kann. So, als würde man in Battlefield 3 cheaten. Das ist auch uncool. Habe ich heute schon mit Balzo ein bisschen gezockt und da waren überall Cheater. Das ist eine Katastrophe. Was ist denn? Was ist denn? Schon müde? Na gut, dann ruhe ich kurz aus. Ah, geil, hier kann man seine Pokémon heilen. Sehr, wie sagt man? Komfortabel. Ein neues Wort. Kevin hat ein neues Wort gelernt. Aber Kevin kann nicht mehr als 4 Worte erlernen. Hahaha. Und was ist hier? Sand. Im Sand ein Ganovir. Das Pokémon von Team Plasma. Ich habe vergessen, wir wollen ja so möglichst viele Pokémon fangen, wie es nur geht, ne? Wollen wir es fangen? Ja, komm, fangen wir es einfach mal. Ist ja egal. Ha, reimt sich sogar. Viva, viva.
Na, ich hätte auch ruhig Nitro-Ladung einsetzen sollen, das wäre auch nicht sehr effektiv gewesen, aber was soll's. Elektro kann man nicht einsetzen. Elektro gegen Boden wirkt nicht. So, jetzt glaube ich, ist die Zeit für einen Ball. Elezeba ist wütend. So, was haben wir denn? Wir haben einen Netzball, Timer, Flott oder... Ich nehme mal einen Flottball. Mal schauen. Der Kampf hat ja gerade erst angefangen. 2-3 Runden sind ja vergangen. Einmal? Nee, das war nichts. Okay. Okay, dann schmeiß ich mal einen Pokéball. Mal schauen, ob es der auch tut. Der gute alte Pokéball. Und er ist. Na? Er ist. Perfekt. Besser als ein Timer, ein Turboball. Fail. Ganovi. Wüstenkrogo. Boden Unlicht. Größe 70 cm. Gewicht 15,2 Kilogramm. Wie schwer ist denn das? 15,2 Kilogramm. Kann ich es vergleichen? Ich würde sagen, so schwer wie ein Schrank, glaube ich. Ne, ein Schrank ist ein bisschen schwerer. Keine Ahnung. Es lebt im Wüstensand, der durch die Sonne erhitzt. Was? Es lebt im Wüstensand, der durch die Sonne erhitzte Sand gewährleistet, dass er es schön immer warm eingepackt ist, ja. Ach, Spitznamen, Moment. Ich habe auch schon einen Spitznamen. Kennst du eigentlich? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Hahaha. Schnappi. Ich weiß, ich hab's falsch geschrieben, aber egal. Auf die Rechtschreibung kommt's nicht an. Und dann ist es mein Deutschlehrer, schaut von meinem Let's Play und sagt: Deutsch ist schlecht, 6. Glückwunsch! Mit mir ist dir ein echter toller Hecht an den Haken gegangen. In einem Kampf gegen mich stehst du mit frisch gefangenen Pokémon gegenüber. Ich wette, der hat da diese drei, wie heißen die, Barschufts, ne? Oder zwei Barschufts. Ja, hätte ich mir denken können. Habe ich auch. Schade, dass es keinen Bonus gibt. Ihr wisst schon, so ein Bonus, wenn zum Beispiel Ganovi in der Wüste kämpft, dass zum Beispiel seine Attacken stärker werden. Das wäre doch auch cool. So quasi wie ein Yu-Gi-Oh! Und Fate Power Bonus. Oder wenn zum Beispiel Barschuft im Wasser kämpft, dass zum Beispiel die Wasserattacken stärker werden. Das wäre auch eine coole Überlegung. Dann müsste man auch mehr taktisch agieren können. Und das würde das Spiel viel interessanter gestalten. Aber ist nur eine Überlegung. Weiß man, ob, wie heißen die, Game Freak das einbauen will. Wäre aber meines Erachtens gar nicht so dumm. Ah, scheiße. Da ist Depp drauf. Zieht deswegen so viel ab, obwohl der Angriff von, wie waren die Attacke noch? Egal. Kurzzeitgedächtnis, ich weiß. Egal, so. Sandsturm! Oh, ein guter Fang, nicht übel! Als nächstes werde ich mir dann wohl den Sieg angeln! Okay, das war die Stimme von Professor Eich aus der gelben Edition, aber egal. Oh man, vier Barschufts hatte, oder? Boah Gott. Wollen wir uns das antun? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal nach. Kann doch sein, dass er noch ein bisschen Abwechslung in seinem Team hat. Ja, wir müssen unser ELC beheilen, sonst ist es ein Festmahl für diesen, was ist denn das für ein Tier? Ich würde sagen, das ähnelt einem Hai, der Barschaft, Hai, eine Piranha. Wie komme ich auf Hai? Kevin verwechselt Hai mit Piranhas. Lol. Naja, Elektroattacke und tschüss. Gut. Gibt doch so eine Attacke in Dragon Ball namens Schockwelle, oder? Recht früh eigentlich, im normalen Dragon Ball. Ich bin voll der Dragon Ball-Freak, ich weiß. Also ich schaue jetzt momentan Dragon Ball GT an, habe ich angefangen. Und wenn ich das den habe, dann will ich mir ein anderes Anime, eine andere Anime-Sendung vornehmen. Das heißt, ja, kennt ihr sicherlich. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Also wer von euch diese Sendung nicht kennt, der ist echt, naja.
Das sollte ein bisschen nachholen. Also die Sendung, die ich mir dann anschauen will, heißt One Piece. One Piece, ja. Und dann benenne ich vielleicht ein Pokémon nach One Piece Charakteren. So, tschüss. Ja, ich hab's gewusst. Er hat nur Barschifts. Also volle Einfallslosigkeit. Ich hätte da noch einen Schallquab einbauen. Oder die hätten mindestens einen Schallquab einbauen sollen. So ist es richtig formuliert, genau. Ach komm, das will hier dann niemand sehen. Das ist ja wie Carpador gegen Carpador. Barschifts ist das neue Carpador. So. Haben wir eigentlich schon eine Angel? Ich will mal ein bisschen angeln. Angel! Nein, Quatsch, hier ist falsch. Wo ist Select? Ich weiß nicht, wo Select ist, lol. Okay, dann machen wir es eben auf die altmethodische. Okay, wir haben keine Angel, vergiss das. Wir hatten da die Kegel aufgestellt, also in einem Schneesturm hier Kegel aufzustellen, die müssen Zeit gehabt haben. Die von der Baufirma, die dieses Gebäude da bauen, wo wir jetzt gleich kommen. Surokex. Habe ich mir auch schon überlegt, anfangs, wo ich das jetzt per angefangen habe, ob ich es in mein Team tun will. Aber zu Irokex ist ein gutes Kampf- und Licht-Pokémon. Hatte ich auch in meiner weißen, wollte ich immer in mein Team rein tun, aber das habe ich dann kurze Zeit, nach einer kurzen Zeit wieder rausgetan, weil ich dann einen Shiny Chiller, Pico Chiller gefangen habe. Das ich dann in mein Team getan habe und auf Level 100 trainiert habe. Und das stärkste Chiller Bell ist, was ich kenne, also ihr könnt mir ein Chiller Bell nennen, meins ist stärker. Die Attacken sind Rückkehr, Gigastoß, Weckruf und so war die vierte, Heimzahlung. Hat einen hohen Angriff und Initiativwert und hat noch Seidenschal plus Techniker. Keine Chance. Damit mache ich sogar die Pokémon meines Kumpels ein bisschen fertig. Und ich merke, ich habe sehr viel zum Erzählen auf einmal auf Lager. Im letzten Part war das ja nicht so der Fall. Da habe ich ja so gemacht, jetzt bin ich ganz locker. Ich rede hier irgendwie um den heißen Brei herum wie Marcel Davis. Ja, ich glaube, wir sollten Elite Saber mal wieder wechseln. Ich glaube, es ist schon zu stark. Son Goku ist ein bisschen unterlevelt. Also, Son Goku. Kamehameha! Nee, Quatsch, kann es leider nicht. Schade. Felswurf. Jetzt reicht's aber! Jetzt reicht's aber! Sauerei hier! Zu Doppelkick! So, hier kann man. Mit dieser Art kann man die Robustheitsfähigkeit eines Kieselings überwinden. Man greift ihn einfach mit einer Attacke an, die ihn zweimal trifft. So, was ist jetzt? Noch ein Kiesling. Ja gut, dann tut der Son Goku ein bisschen Felsen zertrümmern oder ein paar Kiesel. Bam bam. Und ein Volltreffer. Ja, die Robustheit haben jetzt gerettet, aber ist wurscht. So, tschüss. Na, ja, was kommt jetzt? Wieder ein Kiesling. Oder Sedimanto, die Entwicklung. Praktibike. Praktibike, muss ich immer an Praktikum denken, wegen diesem Scheißwort hab ich immer gehasst. So. Ich probiere mal wieder einen Konter. Just for fun. Energiefokus. Er verschwindet seinen Angriff. Okay, bevor ich wieder so rumtaktiere mit Konter, machen wir's schnell. Doppelkick. Geduld. Ja, okay, das war's für ihn. Selbst wenn es, ja, keine Chance. Naja, vielleicht ein bisschen, aber. Sandsturm, tschüss. Ach ja, Sandsturm ist ein Wetter, habe ich noch gar nicht erzählt. Verletzt die, beide. Also, hey, Elitsebe entwickelt sich. Cool. Zebritz. Oh, ich muss mich ritzen. Ich habe einen Zebritz. Boah, geil. Zebritz. Ich hätte nicht erwartet, dass es sich jetzt schon entwickelt. Ich hatte erwartet, dass es sich so mit 33er Level entwickelt. Boah, hat er schon Level 27. Nicht schlecht. Okay, dann. Dann geben wir den EP-Teiler mal unserem Karate-Profi. Ach, scheiße.
habe ich, es war das so eine, möchtest du die Items tauschen? So, Son Goku hatte die Fliegenklaue, jetzt hat sie den EP-Teiler. Mal kurz zwischenspeichern. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich hab's, glaube ich, vergessen. Naja, egal. Was ist hier? Da ist ein Schild. Müde Arbeiter, genießt euren wohlverdienten Feierabend in den Fertighäusern nahe Stratos City. Das sind Fertighäuser. Können wir da reingehen? Nö, ich glaube nicht. Lauter schlampige Arbeiter hier lassen hier einfach ihre Sachen dahin. Hier rumliegen, stehen, ja. Rumliegen, stehen. Mir fällt nie die passenden Worte ein. Ich mache hier immer solche anfängliche Sätze und dann weiß man, wie ich fertig sprechen soll. Das ist so das Schlechte an meiner Sprechweise. Ja, jetzt gerade schon wieder. Ich habe das gemerkt. Ich muss erst nachdenken, was ich sagen will und dann muss ich sprechen. Aber dann ist es so, dass das ist ein bisschen langweilig, glaube ich, weil weil der Kommentator nichts sagt. Das ist ja wie ein Fußballspiel mit einem Kommentator, der nichts sagt. Wie ist denn das? Mit Gekreisch im Fußballstadion. Habt ihr mal ein Fußballspiel gesehen, da wo der Moderator mal kurz pausiert hat, also mit dem Erzählen? Da hat man nur das Publikum, Publikum. Wie komme ich nicht zum Publikum? Wahrscheinlich wäre es mir ein Publikumsjoker. da hat nur das Publikum da und so geschienen bei so einem. In so einer WM, glaube ich, ne? Da hat ja, erzähl noch schnell den Dialog vor. Ich bin ein Arbeiter und bepackt mit Muskel. Gleich puste ich dich weg. Also bei der WM, da habe ich das Spiel Uruguay gegen Deutschland gesehen, ne? Ich bin auf Platz 3 so und tralala. Und da hat das Publikum gekreist, so richtig laut. Das lag, weil, es an einem Spieler, glaube ich, lag, der, na gut, ist schon 2 Jahre her, ich weiß, aber mei, wenn ich erzähle, dann erzähle ich halt gleich was. Weil der, glaube ich, so ein Handball, ja, so ein Tor verhindert hat, indem er den Ball in der Hand genommen hat im Spiel gegen Ghana. Boah, Ghana haben dann im Elfmeterschießen verloren. Ich hätte es ihnen echt gegönnt, wenn sie gewonnen hätten. Aber mei, so, das ist Sport. Dann hat der Schiedsrichter Elfmeter gegeben und der, wir waren das, boah, den Namen musste ich mal irgendwo so ein ganz junge, glaube ich. Der hat den Elfmeter dann verschossen, war total am Boden zerstört. Und dann, das war kurz vorm Ende der, zweiten Verlängerung. Das Spiel stand damals nur 1:1, glaube ich. Dann war es Elfmeterschießen, da haben die Ghana. Haben die halt den Elfmeter haben sie verloren, dann hat Uruguay unsportlicherweise verloren. Obwohl eigentlich Ghana gewonnen hätte, weil der Schuss, der war hundertprozentig drin. Wäre er nicht abgewehrt worden mit einer Hand. Also das war kurz nach Ende der Verlängerung, nach der zweiten Verlängerung, ne? So, Folterknecht. Ach ja, der Spieler hat übrigens auch eine rote Karte bekommen, aber das war für ein Elfmeterschießen keine große Rolle gespielt. So, und jetzt habe ich ein bisschen über Fußball gequatscht. Ist auch mal schön, mal ein bisschen was sprechen zu können. Also, hier können wir das Itemrad eigentlich ganz gut einsetzen. Ich pack's mal raus, kann ja nicht schaden. Hier gibt's bestimmt ein paar Items. Hier bestimmt, ja. Die Macher setzen die Stelle ja nicht umsonst hin. Ein Hyperball. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Ein Schritt, aus Versehen in dieses sandige Sand. Und es taucht ein Zuru-Keks auf. Sollen wir es fangen? Scheiße. Wir müssen Son Goku heilen. Los, Dende, heil ihn. Ah, Mann, bin ich ein Freak, ich weiß. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ah, je. Gib nicht so an, du mit deiner Fratze. Provozier nicht. Ich schmeiß einfach meinen Ball. Ich weiß, Pokémon soll man schwächen und so, ne? Aber egal. Superball. Vielleicht klappt's ja. Bei Legis klappt's ja auch manchmal, wenn man keine Lust hat, sie zu schwächen.
Und es klappt, sehr schön. Boah, wie nenne ich das jetzt? Gute Frage. Hautwechsel. Okay, Zurokex, Hautwechsel. Unlichtkampfgröße 60 cm. Gewicht 11,8 kg. Es zieht seine gummiartige Haut bis zum Hals hinauf und nimmt eine Abwehrhaltung ein, um sich vor Schaden zu schützen. Oh mein Gott. Moment. Hey, passt sogar. Ich nenne ihn G-R-I-N-S-E. Oh Mann, es passt nicht genau hin, aber egal. B-A-K-E. Grinse, Barke. Oh Mann, ja, mehr passt nicht. Das C passt nicht mehr hin, aber egal. Habe ich mal einen Poop gesehen? Der war so lustig, dann so, ich glaube, den verlinke ich. Ich werde mal wieder zu faul dafür sein, aber schaut's an euch selber an. So, da ich weiß, dass Zurokex undicht Kampf ist, ist der, die Kampfattacke unseres Son Gokus tödlich. Tödlich! So, wir durchkämmen jetzt die Wüste, wortwörtlich. Nee, wortwörtlich nicht. Da gibt's doch so eine Szene bei Spaceballs, da tut der Lord Helmchen anordnen, die ganze Wüste durchkämmen. Und die machen es dann echt, also. Ist total lustig. Spaceballs. Falls ihr den nicht kennt, solltet ihr ihn euch anschauen. Ist eine Verarsche von Star Wars. Ist total witzig. Witzig. Tschüss, Ganoville. So, und wir hätten es eigentlich auch schon für heute, ne? Wir haben ja noch 3 Minuten. Ich glaube, da werde ich 2 Parts davon machen müssen für die Wüste. Ah, hier ist ein Item. Eine Perle, die kann ich ein Mädchen schenken irgendwie. So als Anbaggerung. Hey, magst du eine Perle? Und dann gibst du mir eine Klatsche. Oh Mann. So, was ist hier? Ist hier vielleicht noch etwas Brauchbares? Außer diese Bretter. Oh nein, das habe ich völlig übersehen. Kevin, ich habe den Tag herbeigesehen, an dem du endlich den Käferorden in deinen Händen hältst. Wie wäre es also nur mit einem Kampf, um herauszufinden, wer von uns beiden der stärkere Trainer ist? Geh weg. Kopfschuss. Sharon, du nervst, weißt du das? Ich will meinen Rivalen erschießen, weil er so scheiße ist. Yeah. Dusseldorf. Flug gegen Kampf. Naja, es ist ja bekannt, dass Flug-Pokémon Kampf-Pokémon schlagen, aber deswegen sollte man nicht mit Kampf-Pokémon gegen ein Vogel-Pokémon kämpfen. Nur Idioten kämpfen mit Kampf-Pokémon gegen ein Vogel-Pokémon. Okay. Kevin hat sich selber gedisst, lol. Gedisst. Sag heute mal, Tage noch jemand gedisst? Ich sag gedisst. Verkoke, die Weiterentwicklung von Floink, dem Feuerstarter. Gedisst. Ey du hast mich fett gedisst, du hast mein Homie gedisst und so, ne? Deswegen trete ich dich jetzt zu 3. Weil du so fett bist. Ah, oh, der mit seinen nervigen Bären. Ich könnte mich ein Doppel erschießen. Erschießen! Es ist auch noch schneller, es könnte doppelt so nervig werden, wenn er noch schneller ist. Du scheinst ja. Komm. Soll ich Geduld versuchen? Nein. Komm. Nein! Nein! So ist ab! Tritt mir ihn zu bei! Heute gibt's Spanferkel, lecker! So, Level 24. ja, Sandsturm, das ist nur eine kleine Wegemack. Der Wasser, der Pflanzenaffe. Da muss ich Zebritz, unser frisch entwickeltes Pokémon, rausholen, wegen Nitro-Ladung. Wegemack spielt, ja, das ist ein Pokémon, das seine Stärke auf Bären spielt, also ja. Den sollte man immer Bären geben, wenn man es ins Team reintun will, also ja. Aber der Nachteil an Wegimag ist, man braucht einfach dafür Bären und die zu bekommen in diesem Spiel ist schwierig, weil man kann hier in dem Spiel keine Bären pflanzen. Das gibt es in dieser Generation nicht mehr.
Das war in der dritten und vierten der Fall, aber hier gibt es nicht mehr. Finde ich eigentlich auch nicht so schlimm, weil die Bären, die fand ich eh nicht so wichtig. So Doppelkick, die habe ich höchstens ein paar Mal verwendet, wenn ich keinen Hyperheiler mehr hatte. Aber ansonsten waren die Bären für mich total nutzlos. Ja gut, ich habe sie auch verwendet, um Nelotic in meiner Saphir zu entwickeln, aber sonst sind sie total nutzlos. Verstehe, deine Stärke basiert auf dem Vertrauen zwischen dir und deinem Pokémon. Aber sei unbesorgt, denn ich kann meinen Verkokeln auch noch mehr Kampfkraft entlockern. Hey, Vegeta, rück mal raus, wie hoch ist deine Kampfkraft jetzt? Sie liegt bei weit über 8000! Ach nee, der Visitor-Kaiser klingelt. Hallo, hättet ihr zwei vielleicht eine Sekunde Zeit, um euch mit mir zu treffen? Professorin Esche, gibt's irgendwas? Ist meine andere Stimme. Belle scheint meinen Anruf nicht bemerkt zu haben. Was treibt sie wohl schon wieder? Aber gut, da muss ich später eben nochmal gesondert mit ihr Kontakt aufnehmen. Na schön, meine beiden Freunde, ich erwarte euch am Tor von Rayono City. Wie mein? Also, wenn wir zum Tor nach Rayono City gelangen wollen, müssen wir Route 4 einfach immer weiter geradeaus folgen. Eine Wüste direkt neben einer Metropole. Voll logisch, oder? Naja, ihr könnt darüber nachdenken. Bis zum nächsten Part, ne? Also dann sage ich Tschüss.